Servus Freunde, willkommen zurück bei der Shisha WG. Heute geht es um unsere Lieblingssorten von True Passion, unsere Top 5 in diesem Video. Falls es euch gefällt, lasst uns einen Daumen nach oben oder ein Abo da und jetzt viel Spaß beim Video. Da sind wir wieder, wie gesagt, heute die Top 5 von True Passion, unsere Lieblingssorten von dieser Tabakmarke. Ich fange auch direkt an mit Platz 5. Übrigens konnten wir uns diesmal komplett einigen und haben 1:1 dieselbe Top 5. Man könnte fast meinen, dass wir einen relativ ähnlichen Tabakgeschmack haben, so oft wie wir da übereinstimmen, oder die Sorten sind einfach verdammt gut. Auf jeden Fall, Platz 5 ist bei uns der Wildberry Chill. Das ist ein Bärenmix mit Minze und Menthol. Und Leute, Minze und Menthol ist auch genau das richtige Stichwort, denn er ist verdammt frisch und sehr, sehr kühl. Man muss es mögen. Viele sagen, Bruder, der ist viel zu bitter, kann ich nicht rauchen. Ich finde ihn aber extrem geil und diese kühle Bärennote ist einfach mega nice. Platz Nummer 4 ist der Arctic Line Limette Menthol. Und was soll man dazu sagen? Die Limettennote ist auf jeden Fall eher im Hintergrund, aber die Mentholnote reißt es einfach raus. Wir haben den eher meistens genommen, um irgendwas zu mischen. Also wir haben den selten oder weniger pur geraucht, als dass wir den gemischt haben. Aber es war immer so, das war für uns so ein Tabak, den wir einfach immer zum Mischen genommen haben, um irgendwie was krasses, kühles in den Tabak reinzubekommen. Und es hat einfach perfekt funktioniert, deswegen der Arctic Line. So, Platz Nummer 3 ist ein Klassiker von True Passion. Und ich glaube, sie waren auch die Ersten, die einen Tabak in die Richtung rausgebracht haben. Unser Platz 3 geht an den Okolom, Limette, Holunderblüte und Minze. Ein verdammt geiler Tabak, ich habe ihn sehr, sehr gefeiert. Jeder kannte den Hype, als damals der Tabak rauskommt, der nach Molokko schmecken sollte. Und er kam auch relativ nah ran, dafür, dass es ein Tabak ist und das andere ein Getränk, fand ich es schon ziemlich nah beieinander. Wir haben den auf jeden Fall sehr, sehr weggesuchtet. Auch unser Kumpel, der Lenny, konnte absolut nicht genug davon bekommen und es war lange Zeit sein absoluter Lieblingstabak. Das lief immer gleich ab, wenn Lenny mal auf eine Pfeife vorbeigekommen ist, so, was wollen wir rauchen? Och, wie wär's denn mal wieder mit dem Okolom? So, ja, hatten wir ja erst die letzten 5 Pfeifen. Aber auf jeden Fall ein verdammt geiler Tabak und deswegen ein verdienter Platz 3 für den True Passion Okolom. Platz Nummer 2 ist der Vampire Nights Grapefruit, Blutorange und Minze soll es sein. Bei uns ist der so gut gewesen, dass wir den sogar einmal ein ganzes Kilo genommen haben. Also wirklich eine Kilo-Dose, den haben wir dann einfach 50-50 aufgeteilt. War dann aber auch wieder schneller leer, als er wirklich da war. Sehr, sehr geiler Tabak, haben wir sehr oft geraucht. Mittlerweile sogar ein bisschen überraucht. Also wenn ich den mittlerweile im Kopf habe, ist der so, ja, ist too much, weil wir den einfach so viel geraucht haben, aber auf jeden Fall unheimlich lecker und für jeden, der den noch nicht probiert hat, der sollte es auf jeden Fall tun, weil er doch ziemlich lecker ist. So, unsere Lieblingssorte von True Passion. Leute, ihr kennt sie ja wahrscheinlich, bestimmt habt ihr es bei uns schon gehört, der Dragon Blood von True Passion. Einfach eine mega geniale Sorte. Es heißt, dass Drachenfrucht, Limette und Papaya drin ist. Für mich auf jeden Fall krank im Vordergrund die Drachenfrucht. Mit dieser typisch am Anfang ganz leicht parfümmäßigen, aber definitiv nicht negativ gemeinten Drachenfruchtnote. Ich habe es immer absolut gefeiert. Die ersten Züge von diesem Tabak haben mich immer schon komplett weggescheppert. Limette so ein kleines bisschen im Hintergrund und Papaya, keine Ahnung wie eine Papaya schmeckt, habe ich da auf jeden Fall nicht rausgeschmeckt. Aber auf jeden Fall trotzdem ein richtig kranker Tabak und den haben wir auch mega viel geraucht. Auch jetzt der neue Kakarott von CV hat ja auch wieder dieselbe Drachenfruchtnote drin. Feiern wir auch mega. Also diese Drachenfruchtnote von True Passion, einfach der absolute Hammer. Ein bisschen künstlich natürlich, ne Leute, eine natürliche Drachenfrucht habe ich jetzt noch nicht geraucht. Aber dieser Tabak auf jeden Fall absolut brutal und deswegen ein sehr verdienter Platz 1. So, das soll es gewesen sein mit unserer Top 5 von True Passion. Leute, wie immer, schreibt mal eure Top 5 von True Passion unten in die Kommentare. Ansonsten lasst uns gerne noch ein Däumchen nach oben oder ein Abo da. Schickt das Video einmal raus an eure Shisha-Freunde. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Eure Shisha-WG. Ciao.